Ich habe ihn geküsst. Du hast... Was? Ich habe ihn geküsst. Sasuke wusste nicht mehr wirklich, was er dazu noch sagen sollte und raufte sich ein wenig die Haare. Aber das kannst du doch nicht einfach so machen, winselte er und Izuna zuckte mit den Schultern. Es war eben passiert und wenn er ehrlich war, bereute er seine Tat nicht einmal. Es hatte sich viel zu gut angefühlt, die weichen Lippen seines Bruders zu spüren und am liebsten wäre er zu Madara zurückgelaufen, um ihn einfach nochmal zu küssen. Beinahe hatte er das Gefühl, süchtig nach diesen Lippen geworden zu sein. Wenn du doch nur wüsstest, wie weich sich das anfühlt, flüsterte Izuna leise und sein Blick war sehr verträumt. Er hat ganz sanfte und weiche Lippen und er schmeckt so unglaublich gut. Genervt verdrehte Sasuke die Augen und er rüttelte ein wenig an Izuna. Weißt du, was los ist, wenn das jetzt rauskommt? Meine Güte, hast du dir überhaupt mal Gedanken darüber gemacht, was Madara jetzt von dir denkt? Es kann doch nicht sein, dass du alles aufs Spiel setzt wegen einem einzigen Kuss. Verdammt, Izuna, wir haben ein Ziel. Hast du das denn schon vergessen? Nein, habe ich nicht, murrte Izuna leise und machte sich von Sasuke los. Hör mal, nur weil du so verklemmt bist, heißt das nicht, dass ich meinen Bruder nicht küssen darf. Außerdem habe ich das gemacht, um ihn zu trösten, und das hat er sehr wahrscheinlich nicht falsch verstanden. Mein Ziel ist es, dass sich mein Bruder in mich verliebt und endlich das Gleiche für mich fühlt, wie ich für ihn. Meinst du nicht, es wäre hilfreich, wenn man sich da vielleicht mal küsst? Da konnte Sasuke dann wieder nichts gegen sagen, und ein wenig seufzte er auf. Im Grunde war er neidisch auf Izuna, denn er hätte Itachi auch sehr gerne mal geküsst. Nur leider hatte sich bei ihnen noch keine Möglichkeit dazu ergeben, und er wusste nicht, ob sich das bei ihrer dermaßen verfahrenen Situation jemals ändern würde. Natürlich wollte er Itachi auch küssen, aber seine Angst war viel größer, und Izuna hatte da nur halb so viele Probleme. Der schwebte auf Wolke 7 und er grinste ein wenig. Wir bekommen das schon hin, dass dein Bruder dich auch mal küsst. Immerhin wollen wir das ja beide erreichen. Wir beide lieben unsere Brüder und wollen, dass sie sich in uns verlieben. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und nun lass uns mal weiter planen, ja? Wir müssen hier noch einiges vorbereiten. Sasuke versuchte sich wieder zu konzentrieren und nickte ein wenig. Aber irgendwie musste er sich immer wieder vorstellen, wie es wohl war, wenn er Itachi küsste. Irgendwie musste er das doch auch hinkriegen können, wenn Izuna schon den Mut dazu aufbrachte. So ein Kuss musste überhaupt nichts bedeuten. Und wenn er sich in der Nacht zu seinem Bruder ins Zimmer schleichen musste, um ihn zu küssen. Also gut, wir wollen ja den Junggesellenabschied der beiden planen, versuchte Izuna seinen Cousin wieder in die Wirklichkeit zu holen und er nickte ein wenig. Ja, aber wann wollen wir den überhaupt machen? Murmelte Sasuke und gab sich wirklich Mühe, sich nicht mehr ablenken zu lassen. Izuna überlegte einen Moment, zuckte dann aber mit den Schultern. Also von mir aus schon morgen. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Wir haben im Grunde noch 5 Tage Zeit. Und wenn wir das morgen Abend machen, dann haben wir sowieso nicht mehr viel übrig. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das hinkriegen. Aber wir müssen uns jetzt Mühe geben. Ein wenig nickte Sasuke und räusperte sich dann leise. Also gut, dann machen wir das morgen Abend. Und dann wird alles gut werden. Wir müssen die beiden einfach nur ein bisschen abfüllen und dann machen wir uns an die zwei ran. Sowas wie Stripperinnen wird es nicht geben. Wenn die jemand ausziehen wollen, dann nur uns. Du willst da wirklich strippen, oder? Nuschelte Izuna und er war rot geworden. Dabei musste er jedoch schelmisch grinsen und umkreiste Sasuke ein wenig. Also, eigentlich fände ich es wirklich niedlich, wenn du da ein wenig nackt herumhüpfen würdest. Auf jeden Fall müssen wir uns schon in besondere Klamotten schmeißen. Also normal rumlaufen wie jetzt können wir da wirklich nichts. Wie wäre es, wenn wir einen Yukata tragen und der dann ein wenig weiter offen ist? Ein bisschen Haut zeigen. Ich fände es auf jeden Fall schön und dir wird sowas stehen. Sasuke war knallrot um die Nase und sah an sich herunter. Er war nun wirklich nicht der muskulöseste Typ und wenn er sich vorstellte, wie er da in halboffenem Yukata herumlief, dann wurde ihm beinahe anders. Und er wusste nicht, ob er das alleine schaffen würde. Sein Herz purzelte ja jetzt schon von seinen Füßen in seinen Hals zurück und dann wieder runter in die Füße. Wie sollte er das nur überleben? Er hat mich geküsst. Er hat... Was? Er hat mich geküsst!
Perplex starrte Itachi seinen älteren Cousin an und wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Ein wenig fühlte er sich wie benebelt, denn er hatte nicht mit sowas gerechnet. Als er zu Madara gekommen war, da war ihm natürlich aufgefallen, dass der total neben sich stand. Nein, er stand vollkommen neben sich. Und Itachi hatte so lange gebohrt und genervt, bis Madara mit der Wahrheit herausgerückt war. Aber Itachi versuchte das Ganze ein wenig lockerer zu sehen, als es vielleicht war, und er wollte seinem Cousin die Angst nehmen. Nun beruhig dich mal. Vielleicht hat er dich auch einfach nur geküsst, weil er dich trösten wollte oder so. Ich meine, du weißt, du siehst doch selbst, er sieht es, begann Itachi zu stottern und versuchte, sich zusammenzureißen. Immerhin weißt du, wie sehr du unter dieser Zwangsehe leidet, und Izuna weiß das auch. Im Grunde habe ich überhaupt nicht gewusst, wie sehr unsere Brüder wirklich merken, dass wir unter dieser arrangierten Ehe leiden. Aber sie sind eben unsere Brüder und haben da wohl ein ganz besonderes Gespür für. Ich glaube, er wollte dich einfach nur trösten. Aber da muss er mich doch nicht küssen, widersprach Madara ihm und schüttelte dann den Kopf. Nein, mein Bruder küsst niemanden einfach so. Natürlich könntest du auch recht haben. Und er hat sich da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und ich drehe hier gerade umsonst total durch. Was mich aber am meisten quält, ist die Tatsache, dass mir der Kuss gefallen hat. Es hat sich noch nie so angefühlt wie bei ihm. Ich weiß nicht, meine Lippen kribbeln ja jetzt noch. Itachi wurde ein wenig blass um die Nase und starrte Madara an. Das meinst du doch jetzt nicht ernst, oder? Du willst mir doch nicht sagen, dass du deinen Bruder erotisch findest, oder? Hör mal, das geht überhaupt nicht klar. Also bitte schlag dir das ganz schnell wieder aus dem Kopf, sonst werde ich echt sauer. Kühl sah Madara zu Itachi und zog eine Augenbraue hoch. Hör mal, ich wusste ja, dass du verklemmt bist, aber dass es so schlimm ist, habe ich nicht geahnt. Und wenn ich meinen Bruder erotisch finde, dann ist das so. Er ist wirklich ein total heißer Kerl. Hast du ihn dir in letzter Zeit schon mal angesehen? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie erwachsen er geworden ist. Und wenn ich daran denke, wie gut er aussieht, dann wird mir anders. Du weißt, dass ich auch an hübschen Jungs interessiert bin und er ist wirklich ein hübscher Kerl, muss ich sagen. Aber er ist dein Bruder, brüllte Itachi ihn an und lief mittlerweile wie ein Tiger im Käfig auf und ab. Er wusste nicht, was er sagen sollte und schüttelte immer wieder den Kopf. Er selbst bekam das Bild seines Bruders unter der Dusche nicht mehr aus dem Kopf und wenn er daran dachte, dann wurde ihm anders. Sowas war falsch und man durfte es nicht fühlen und schon gar nicht daran denken. Also musste er Madara das wieder austreiben, auch wenn er noch nicht wusste, wie er das machen sollte. Besonders wenn er selbst immer wieder Gefahr lief, an seinen nackten Bruder zu denken. Als wenn ihm nicht aufgefallen wäre, was für ein hübscher Kerl Sasuke geworden war. Er war wirklich süß und am liebsten hätte Itachi ihn irgendwo versteckt, damit niemand außer ihm das bemerkte. Schwer seufzte er deswegen auf und Madara sah ihn fragend an. Nun beruhig dich doch mal wieder, Itachi, murmelte er leise und setzte sich dann im Wohnzimmer auf die Couch. Auch Madara konnte sich nicht erklären, was mit ihm los war, nur dass er diesen Kuss nicht vergessen konnte. Und die Gefühle, die er dabei gehabt hatte, konnte er ja auch nicht einfach ignorieren. Ihn zu küssen und seine Lippen zu berühren, hatte sich unglaublich gut angefühlt. So sehr, dass er es wieder spüren wollte. Aber er durfte nicht und starrte bedrückt auf den Boden. Ruhig setzte sich Itachi neben ihn und sah ihn an. Madara, du musst diese Gefühle vergessen. Du musst diesen Kuss vergessen. Du bringst deinen kleinen Bruder nur in Gefahr, wenn du dich diesen Gefühlen hingibst. Wenn das rauskommt, alleine schon, dass ihr euch geküsst habt, dann wird man auch Izuna bestrafen und ich will nicht wissen, wie. Ein wenig nickte Madara, immerhin war ihm das bewusst. Und seufzend schloss er seine Augen und lehnte sich zurück. Immer wieder schossen diese Bilder vor seinem inneren Auge herum. Wie sanft Izuna ihn angesehen hatte und das Gefühl seiner Lippen spürte er noch immer. Wie sollte er das vergessen können? Und warum wurde er dieses seltsame Gefühl nicht los? Er wusste doch, dass es falsch war. Und er musste dieses Gefühl dringend wieder vergessen. Dass Itachi im Grunde die gleichen Gedanken hatte, wusste er nicht. Aber Izuna wusste sehr genau, dass Sasuke dasselbe dachte wie er, als sie, kurz nachdem sie besprochen hatten, wie der Junggesellenabschied ablaufen sollte, in den Laden gerufen wurden, in dem die Brautkleider gelagert wurden. Sie sahen betroffen, wie die Mädchen dastanden und die Fetzen in den Händen hielten. Harui war nicht wirklich betroffen,
sondern sah einfach nur fragend zu Izuna, der schnell ein wenig zur Seite blickte. Für sie war das eigentlich nur ein Schuldeingeständnis, und ein wenig musste sie lächeln. Sie hatte überhaupt nichts dagegen, dass dieses Kleid zerstört worden war. Immerhin liebte sie einen anderen Mann und wollte Madara nicht im Traum heiraten. Itachis Verlobte, die auf den Namen Maya hörte, wie Izuna irgendwann nebenbei mitbekommen hatte, stand da und heulte wie ein Wasserfall. Sie schluchzte und wimmerte, als hätte man ihr beide Arme und beide Beine abgeschnitten. Sasuke verdrehte ein wenig die Augen und versuchte dann auf nett zu machen und ging zu ihr. Komm schon, Maya, die kriegen das bestimmt wieder hin. Die nähen dir ein neues Kleid. Ich will aber kein neues Kleid, schniefte Maya und wirkte wie ein trotziges Kind. Immer wieder fragte sich Sasuke, wie sein armer Bruder mit dieser Frau klarkommen sollte. Die war doch nicht mehr ganz richtig im Kopf. Aber trotzdem musste Sasuke nett bleiben, und weil er sie ja auf seine Seite ziehen wollte und niemand merken sollte, wie sehr er sie eigentlich hasste, riss er sich so gut er konnte zusammen. Dann werden sie es wieder zusammennähen. Aber jetzt trockne deine Tränen wieder. Wenn die Itachi dich so sehen würde, dann würde er einen Schrecken bekommen. Du siehst nämlich viel hübscher aus, wenn du lächelst, schleimte er herum und sah Maya aus grundehrlichen Augen an. Dass er sie im Grunde gerade zur Hölle wünschte, merkte man ihm überhaupt nicht an. Und Izuna wusste ja, was er fühlte. Ein wenig bewunderte er seinen Cousin gerade, denn er hätte es wohl nicht geschafft, die ganze Zeit über so nett zu Harui zu sein, wenn die genauso eine Zicke gewesen wäre. Langsam ging Izuna zu ihr und lächelte. Ich hoffe, du bist nicht böse auf uns, flüsterte er leise, und Harui schüttelte den Kopf. Wenn ich ehrlich bin, fand ich das Kleid sowieso hässlich, nuschelte sie. Leise musste Izuna lachen, und er sah zu den Schneiderinnen, die natürlich in Aufruhr waren und versuchten, so gut wie möglich Maya zu beruhigen. Meinst du, die bekommen noch ein neues Kleid hin? Flüsterte Izuna und sah fragend zu dem Mädchen neben sich. Die zuckte ein wenig mit den Schultern und grinste. Ich heirate deinen Bruder sowieso nicht, glaube ich. Und da wird's wohl auch egal sein, ob das Kleid noch zu retten ist oder nicht. Aber wahrscheinlich werden sie es schon irgendwie wieder hinbekommen, fürchte ich. Leise seufzte Izuna auf, denn genau das befürchtete er auch. Die beiden Bräute würden jetzt vielleicht Nachtschichten in dem Laden einlegen müssen, um Modell zu stehen, aber wahrscheinlich war wirklich noch alles wieder zu retten. Harui sah ihn mitleidig an und legte eine Hand auf seine Schulter. Hey, mach dir bitte nicht solche Gedanken, ja? Irgendwie werden wir diese Hochzeit schon noch verhindern. Zusammen schaffen wir das. Und wenn es hart auf hart kommt, dann werde ich einfach vorm Altar Nein sagen. Das hilft die Tasche aber nicht, murmelte Izuna leise und sah dann zu seinem Cousin. Sasuke tat wirklich das Beste, um nicht auszuflippen und die Tränen seiner Schwägerin zu trocknen. Das war aber überhaupt nicht so einfach, denn das Mädchen brach immer wieder in eben besagte Tränen aus. Und dabei jammerte und wimmerte sie, als hätte man ihr gesteckt, dass die Hochzeit verhindern werden sollte. Genervt verdrehte Izuna die Augen. Wie kann man nur so dämlich sein? Murmelte er leise und Harui kicherte ein wenig. Sie ist eben in Itachi verliebt. Nee, die ist besessen, murmelte Izuna und sah dann zu, wie Sasuke hilflos herumwuselte, um die Tränen des Mädchens zu trocknen. Hilfesuchend sah er zu Izuna, aber der tat schnell so, als hätte er den Blick überhaupt nicht bemerkt.